Eine Erfolgsgeschichte feiert 2017 ihre 8. Auflage. Mit zahlreichen cleveren Ideen ist in diesen Tagen der Wettbewerb Energiesparfüchse gesucht. Initiiert von der Stadtverwaltung Bautzen, dem hiesigen Technologieförderverein und der Energie- und Wasserwerke Bautzen gestartet. Im Ratssaal empfing Oberbürgermeister Alexander Ahrens Schülerinnen und Schüler aus 5 Bautzner Schulen und dem Zuseum e.V., die sich bis zum Sommer auf die Suche nach Ideen und Erfindungen begeben, die im Alltag das Energiesparen erleichtern sollen. Bereits in den 7 Jahren zuvor zeigten fast 700 Mädchen und Jungen, welche kreativen Projekte zu diesem Themenkomplex möglich sind. In dem eigens für den diesjährigen Wettbewerb produzierten Film konnten sich die Teilnehmer schon mal inspirieren lassen. Schon seit 2009 suchen die Stadtverwaltung Bautzen, der hiesige Technologieförderverein und die Energie- und Wasserwerke clevere Energiesparfüchse. In den vergangenen Jahren waren schon viele Detektive unterwegs, immer auf der Suche nach vergeudeter Energie. Wie zum Beispiel die Jungs und Mädchen des Philipp-Melanchthon-Gymnasiums in Bautzen, die in ihrer Schule auf der Suche nach Energiefressern fündig wurden. Dass der Betrieb eines Overhead-Projektors jährliche Kosten von über 200 Euro verursacht, hätten wir auch nicht erwartet. Überhaupt gab es so manche Überraschung. Ob das solarbetriebene Modellauto oder der Lego-Helikopter. Wind- und Sonnenenergie, der Einsatz einer Brennstoffzelle in Fahrzeugen, regenerative Energien und ihre Wirkung sind die großen Themen dieser Zeit. Na, und das attraktive Begleitprogramm unseres Wettbewerbes kann sich wahrlich sehen lassen. Wann hat man zum Beispiel schon einmal die Gelegenheit, einer Windkraftanlage quasi aufs Dach zu steigen? Also seid mit euren Ideen und eurer Kreativität dabei, wenn wir im kommenden Jahr die Energiesparfüchse suchen. Viele spannende Erfahrungen warten auf euch. Dann war Zeit für den Auftritt der diesjährigen Projektteilnehmer. Engagiert stellten sie ihre Ideen für den aktuellen Wettbewerb vor. Wir treffen auf einen sichtlich beeindruckten Oberbürgermeister. Bevor ich was zu den Projekten sage, was ich natürlich ganz toll fand, dass wir hier ganz viele aufgeweckte Kinder und Jugendliche hatten, die also mit Feuereifer ihre einzelnen Projekte vorgestellt haben. Das fängt an von kleinen Projekten, die sozusagen einen ganz praktischen, auch häuslichen Nutzen haben. Also einen solarbetriebenen Melder zum Beispiel, der darüber informiert, ob Post im Briefkasten liegt, bis hin zu hochtechnischen Geschichten, wo es dann zum Beispiel um das Thema intelligente Ampelsteuerung geht oder um die Kalibrierung von Luftströmen bei Belüftungsgeräten jeglicher Art. Also das sind eigentlich schon Themenbereiche, wo ich dann schon die Augenbraue lupfe und sage, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass man sich als Schüler freiwillig damit beschäftigt, weil das eigentlich schon klassische Ingenieursaufgaben sind. Aber insgesamt, wie gesagt, einen sehr lebhaften Eindruck bekommen, eben auch von den Projektschülerinnen und Schülern, die zum Teil mit leuchtenden Augen von ihren Experimenten und Ideen berichtet haben. Und das ist das, was mich am allermeisten dabei freut, dass man ganz klar sieht, dass die Kinder dabei und Jugendlichen dabei eben wirklich Freude haben und richtig mit einem großen Eifer dabei sind. Das freut mich. Und freuen durfte sich dann auch noch einer der aktivsten Macher für Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt Bautzen. Andreas Samuel vom Zuseum e.V. wurde für sein Engagement und die langjährige Teilnahme am Wettbewerb Energiesparfüchse vom Geschäftsführer der Energie- und Wasserwerke Bautzen, Volker Bartko, mit einem Experimentierkoffer zu erneuerbaren Energien gewürdigt und beschenkt. Also über die Auszeichnung freue ich mich riesig, muss ich gestehen. Und diesen Experimentierkoffer, den werden wir bei uns in Arbeitsgemeinschaften mit verwenden. Ich kann also Experimente zur Windenergie
Nutzung machen, ich kann Experimente über die Solarenergienutzung machen, ich kann auch Energie herstellen über ein Wasserrad. Das sind alles so verschiedene kombinierbare Experimente und Versuche, die die Schüler auf alle Fälle sehr interessieren, und ich mich freue, dass wir uns jetzt weniger Gedanken machen müssen in der Vorbereitung, sondern dass wir hier auf fertige Experimente zurückgreifen können. Nach dem offiziellen Auftakt im Bautzner Rathaus gilt es jetzt für die jungen Energiesparfüchse, mit der Umsetzung ihrer Projekte zu beginnen. Die aktivsten und kreativsten Teilnehmer werden im Sommer ausgezeichnet. Wir sind schon mal gespannt.